Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir sind ja gerade dabei, hier ein neues Gebäude bauen zu wollen, was aber gerade noch nicht so will. Muss gerade mal gucken, ich habe den Tipp gekriegt, das Inventar komplett leer machen und dann sollte das auch mit den Rundhölzern passen. 10 brauchen wir, 12 Hammer. Dann lege ich gerade mal 10 ab. Die kann ich ja gleich wieder aufsammeln. So, akzeptieren. Wo rollten ihr hin? So, nächster Versuch. X, genau, und dann 10. So, das müssen wir jetzt halt nachher wieder hochgehen, aber man kann dann wohl langsam gehen. Das ist ja, das brauchen wir ja dann auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal, die Federn sowieso, Pelz ebenfalls, die 2 Rundhölzer können wir auch, Stein und die Stöcke packen wir auch mal rüber. So, vielleicht die Werkzeuge gerade auch noch. Das kommt ins Haus. Das packen wir vielleicht auch ins Haus. So, und dann machen wir gerade mal alles rüber. Tadam, tadam. Trinkschlauch. Da steht 0 von 4. Hm. Feldstiefel, Pelzhaube, die Sachen haben wir an. Das Johanniskraut, Löffel. Oh, die kann ich auch verkaufen. Weidenkorb. Münzen. So, jetzt haben wir im Prinzip nichts mehr dabei. Wir stinken noch immer. Wo ist mein Holz? Da. So, jetzt haben wir jetzt 10 Rundholz. Tatsächlich, jetzt können wir sogar wunderbar laufen. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, wir sind alles andere als überladen. Okay, perfekt. Kann ich hier hinbauen? Jetzt können wir das sehr viel besser machen. So, Gebäude, Speicher war das, glaube ich, ne? Genau. Das war die falsche Taste. Jetzt können wir uns nämlich auch bewegen. Gelände ist zu uneben. So uneben ist das doch überhaupt nicht. Hm. Hindernisse. Die Frage ist, wenn ich die wegmache, würde es dann funktionieren oder käme dann halt auch wieder die Meldung zu uneben? Nächste Frage ist, kann ich es ebnen? Hm.
Fragen über Fragen. Das sieht doch jetzt aber gar nicht mehr so uneben aus. Das ist jetzt ein echtes Problem. Dachte ich, so diese leichte Schräge, die geht. Aber Spiel sagt nein. Was? Ich guck mal, was wir sonst noch bauen müssten. Häuser haben wir, Ressourcen, Holzschuppen, da fehlt mir aber noch Technologie. Speicher, das Ressourcenlager halt. Das brauchen wir unbedingt. Feld können wir bauen. Ja, also das Ressourcenlager ist das nächste, was wir bauen müssen. Haben wir hier eine Chance? Das sieht besser aus von den... Es gibt Hindernisse. Gelände ist zu uneben. Entweder ist es zu uneben oder es gibt Hindernisse. Das ist hier mit schon der Platz, der von der Ebene her am besten ist. Da ist jetzt guter Rat teuer, ehrlich gesagt. Da gehen mir jetzt ehrlich gesagt die Ideen aus, was kann man da machen könnte. Klar, ist ein bisschen uneben, aber doch nicht so arg. Hallo Reh. Wo haben wir hier ein einigermaßen ebenes Gelände?
Hier gibt es Hindernisse, aber die Frage ist halt, würde es grün, wenn ich die beseitige? Oder käme dann nur wieder die Meldung zu uneben? Das vermute ich nämlich fast. Das ist nämlich mein Tipp, dass wenn ich die Hindernisse beseitige, dass er dann sagt, es ist zu uneben. Dass quasi die Hindernisse einfach nur zuerst geprüft werden. Wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach mal baden. Das ist nämlich auch dringend nötig. Und dann gucken wir mal weiter. So, trinken kann man by the way auch. Das Gelände ist zu uneben. Da bin ich gerade echt überfragt, was wir da machen können. Außer jetzt mal schlafen gehen. Und dann einfach mal gucken, was uns am neuen Tag so erwartet. So, wir können mal ein bisschen Sachen wieder mit reinpacken. Den Hammer auf jeden Fall. Steinaxt. Was essen könnten wir? Und das brauchen, mehr brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. So, und dann kann ich mich gerade mal einen Happen essen. Fladenbrot. Oh, eins reicht sogar. Gut, dann können wir das andere erstmal behalten und dann mal gucken. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade das kleine, aber feine Problem, dass ich keinen Schimmer habe, wo wir das Gebäude am besten hinbauen könnten. Hier sieht doch eigentlich ganz gut aus. Gefühlt. Wahrscheinlich sind hier dann die Hindernisse im Weg, oder? Wir probieren es gerade mal. Das Gelände ist zu uneben. Und so gibt es Hindernisse. Was bitte sind die Hindernisse? Aber so müsste es gehen, oder? Die Hindernisse sind wahrscheinlich die Bäume, sehe ich das richtig? Hm. Wir probieren es mal, wir fällen sie einfach mal. Slot zu weisen. Da, da, dam. Ein paar Rundhölzer in die Kiste noch, dass wir hier wieder Platz haben, weil wir kriegen ja jetzt noch ein paar dazu. Rundholz. Ich
pack gerade mal alle darüber. So. Ich brauche noch einen Stein, weil meine Axt gleich kaputt geht. Ich sprach's und sammelte Pilze. Aber die liegen hier halt gerade. Oder stehen hier halt gerade. Stein hätte ich gerne noch. Steini, steini, steini. Ist das nicht einer? Nein. Sieht aus wie einer, aber es scheint keiner. Zumindest kein sammelbarer zu sein. Sind hier keine Steine? Doch, da. Sehr gut. Dann können wir nämlich gerade nochmal eine Axt machen. So, dass wir da... Wo waren wir denn gerade? Hier war ich gerade am Fällen, ne? Ja. Ja, jetzt ist die Axt nämlich kaputt. Gut, dass wir direkt eine als Ersatz hatten. Du hier? So. Machen wir den auch nochmal weg. Rundholz, zwei Rundholz, drei Rundholz, vier Rundholz. Ob wir hier jetzt bauen können? Das ist hier die Frage. Jetzt gibt es Hindernisse. Sind das die Bäume da hinten oder? Schwierig. Ich packe gerade noch mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist, das Gebäude hier zu bauen. Ganz ehrlich. Machen wir die hier auch nochmal weg. Ist halt auch immer die Frage, was zählt als Hindernis? Zählen die Bäume als Hindernis? Oder zählen die Baumstümpfe als Hindernis? Fragen über Fragen. Rundholz, Rundholz, Rundholz. So. Ein Rundholz ermangelt es uns jedenfalls gerade nicht. Das Gelände sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Würde ich sagen.
Eigentlich sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Und trotzdem sagt das Spiel, nö. Ja, und wie vermutet, es sind nämlich die Hindernisse weg. Jetzt gibt es wieder Hindernisse. Wenn ich wenigstens sehen könnte, was für Hindernisse es gibt. Das wäre doch schön, wenn man das wüsste. Oder wenn ich halt das Gelände irgendwie ebnen könnte. Aber so ganz ohne irgendwelche Möglichkeiten ist das schon schwierig. Halleluja! Es ist grün! Es ist grün! Ich fasse es ja nicht. Wir haben es geschafft. Rundhölzer brauchen wir. Die haben wir jetzt natürlich genug. Ist jetzt ein bisschen abseits von den anderen Häusern, aber das sollte doch hoffentlich kein Problem darstellen. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zu schwer. Aber Rundhölzer gehen ja gleich weg. Halleluja, wir haben es geschafft. Hätte ich fast nicht mehr mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Stöcke brauchen wir und Rundhölzer. Wir haben beides. Das ist gut. Da hätte ich jetzt echt nicht mehr mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das noch hinkriegen. Ein bisschen warten, bis wir wieder genug Puste haben. Wir brauchen einen Stock auf jeden Fall. So. Können wir die Wand noch machen? Jetzt müssen wir mal Stöcke holen. Die haben wir aber auch. Daran scheitert es also auch nicht. Tadam. Stöcke können wir alle mal rüber tun. So, Rundholz. Alle wollte ich nicht. Was können wir? Knappe 20 Kilo. So, dass wir halt jetzt nicht groß überladen oder nicht überladen sind, sondern dass wir da auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Federn liegen hier. Ach so, von den Bäumen, die wir gefällt haben. Stimmt. Macht ja Sinn. So, jetzt sind wir ein bisschen überladen, aber das kriegen wir gleich wieder weg. Tadam, tadam. Dann haben wir die Wände gleich alle fertig. Dann können wir das Dach noch machen. Erstmal brauchen wir einen Hammer. Stock nehmen wir natürlich mit. Hasi nehmen wir auch mit. So, Hammer brauchen wir.
Quasi können wir direkt mal kochen. Wenn wir schon dabei sind. Oh, 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 oh. Jetzt mache ich hier wohl mal einen Abgang. Das war ein Wolf. Ist der weg? Huh, jetzt speichere ich aber lieber mal, bevor ich da rausgehe und nachher vom Wolf gefressen werde. Und das Gebäude wieder hinstellen darf. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Slot 2. Dinge, die wir nicht wiederholen müssen. Und das zählt dazu. Aber wie ich gerade sehe, ist die Zeit schon lange um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.